nicht bosnisch werden. Kaiser Mühlen geht uns alle an. Die Freiheitlichen und euer Hermann Wieselschiel werden sorgen, dass dieses Monster hier in 2 Jahren nicht mehr zu sehen ist. Na glaubst du, mir gefällt der Turm, aber ich bin religionslos, das ist mir wurscht. Ja, ich schaue ja sowieso nie hin. Weil, wenn ich in die Höhe schaue, steigt mein Blutdruck und ich werde ganz schwindelig. Ich bin immer schwindelig wegen einem Ozonloch. Wie dem auch sei, meine Partei wird darauf dringen, dass wir hier einen gefälligen, richtigen Kirchturm bekommen oder gleich eine neue Kirche. Wozu hortet denn dieser Bezirksvorsteher Millionen im Budget, ja? Also der Bezirksvorsteher, mir war am liebsten, dass statt der Kirchen da ein schönes, großes Bezirksmuseum hergebaut wird. Was gibt's denn da? Wo? Auf der Kirche, weil sie alle aufschauen. Na, ja, mit debattieren wegen dem Turm, da muss ja was geschehen. Es muss ein neuer Kirchturm her. Ich sage, ein neues Bezirksmuseum muss her. Und ich brauche weder einen Turm noch ein Museum. Na, was brauchen Sie dann? Ich meine, wenn Sie städtebaulich was verändern könnten, wenn man Sie fragt, was ja eh nicht der Fall sein dürfte. Ich hätte aber ganz Kaisermühlen am Betonblock stellen. So was haben seinerzeit die Araber in Mekka oder wo gemacht. Und jetzt nennen sie es drum Kaba. Und wer einmal rundherum rennt, kriegt einen grünen Turban und heißt Hatsche. Also innen waren wir Herren von den Islamisten. Vergessen Sie von lauter Politik nicht im Bezirksrat, gell? Gehen Sie esseln. Hat's denn damals schon einen Beton gegeben? Na logisch. Der Beton ist ein sogenanntes Element. Und die Elemente hat es schon gegeben, wenn noch gar keine Leute da waren. Das ist ja so ein Blödsinn, hören Sie. Sie könnten direkt Drehbücher verfassen, wo Sie da zusammen schwafeln. Was wissen Sie denn von den Elementen? So viel weiß ich, dass die Nazis auch ein Element sind. Die Trotteln gibt's, seit was im Beton und der anderen Elemente gibt. Ich verbitte mir diese Anspielungen. Ja, ich bin weder ein Nazi noch ein Element. Ist der Rotspiel. Ich will nicht mehr dumm gehen. Schau, Tisch treten. Na, servus. Da kommst du zu tätlichen Injurien, da kommt einmal einschreit. Schrei du ein, ich tu mir das an meinem letzten Arbeitstag sicher nimmer an. Nach dem Urlaub bin ich bei der berittenen Donauinsel schreift und dann schauen wir das alles nur noch von oben an. Na super, und ich kann weiter zu Fuß durch Kaiser mein Hatschen. Aber was lassen wir das streiten? Wir brauchen ja nicht alles sehen. Schon gar nicht von hinten, weil dort haben wir keine Augen. Gehen wir. Aber nächste Woche ab Montag, da ist mein Mann mit seiner Klasse auf Landschulwoche. Na, da werden wir ein Highlife machen. Du, Landschulwoche sind was Schönes. Also, die Sägerevier habe ich jetzt nicht da. Ja, gehen Sie ein, so lieb, Frau Sabine, dann legen Sie mal die Zeitung weg, wenn sie kommt. Mhm. Ja, dann auf Wiedersehen, die Damen. Schönen Tag. Auf Wiedersehen, bis dort nicht. Ich hätte mich auf ein Wiedersehen in der Trafik beschränken. Also, da rennt doch jeden Kittel noch. Und du hast so einen lieben Mann. Du ja eh. Ich treffe den Pistotnik ja eh noch da. Und wenn ich surfen gehe. Aber der Surfkurs ist eh bald aus. Hallo! Servus Ihnen. Ja, was gibt's denn, weil du grinst wie ein Hutpferd? Ich habe eh nix. Ich wollte dich noch fragen, ob du mit dem Trautmann am Wochenende Zeit hast. Ich hab Zeit. Ob der Trautmann Zeit hat, weiß ich nicht. Müssen wir fragen, wieso, was gibt's denn am Wochenende? Weil der Hupsi und ich für 3 Wochen am Plattensee fahren mit dem neuen Campingbus. Und da haben wir uns halt gedacht, laden wir euch ein. Was, ich am Plattensee, wo ich da die alte Donau hab? In Gran Canaria wart's doch auch, trotz der alten Donau. Hat's eigentlich recht. Fahrt's doch hin. Geh ja, Mama. Kommt uns besuchen für 2 Tage. Ihr könnt im Campingbus schlafen. Wir haben Stockbetten für 4 Leute drinnen. Da traut man noch die Stockbetten, na servus. Na, wieso nicht, Mama? Unser Bus ist wie das Hotel Sacher. Nur halt ein bisschen kleiner. Und wer stellt sich am Samstagvormittag in die Trafik? Na, ich bin ja eh da. Das habe ich gesehen. So, jetzt werden wir da drinnen liegen wie in einem Himmelbettel. Wir? Na. Sie, habe ich gemeint. Wäre wir nicht schöner, Frau Johanna? Geh's doch weg von mir. Ich bin eine katholische Frau. Soll ich vielleicht meinem Hochwürden beichten, dass Sie mir aufs Pop schon gegriffen haben? Gehen Sie wirklich regelmäßig beichten? Sie sind so schlimm. Hören's auf, Herr Schultl. Nicht, Herr Schultl. Ich höre sehr weh. Jetzt sind wir aber nur mehr 2 Zentimeter von der Todsünde entfernt. Ist doch auch wurscht, ne? Kommen wir mal heute in die Hölle. Vielleicht lustiger, als wenn wir in den Himmel kommen, nicht? Der Herrgott hat beides geschaffen. Du sollst den Namen des Herrn nicht eitel nennen. Du.
Hallo, ich bin da. Ach, der Hund spurt ja. Wir sind da herinnen. Ich mach dem Herrn sein Bett und er schaut mir dabei zu. Ja. Ist Post für mich gekommen? Na, wieso erwartest du eine? Ja, aus Moskau. Wer soll denn aus Moskau schreiben? Du bist doch weg von dort. Ja, von der Jelzin-Universität. Ich mache ein Fernstudium, damit ich einen Doktor habe. Unser Chef hat jetzt auch gerade seinen Doktor gemacht, nach 28 Semestern. Scheiß Russen, wenn ich das gewusst hätte, nicht einen Doktor in Zimbabwe gekauft. Da geht es über 14 Tage. Nicht Erwin, dein Sohn ist doch zu Hause. So wurscht. Das nächste Mal gehen wir es früher an, solange dein Bub noch im Büro ist. Aber das dauert mir zu lange, ich hol's nicht mehr aus. Der Mensch hält viel aus. Dafür wird's nachher umso schöner. Ja, na, da kommst du doch erst in 3 Tagen. Bis dahin bin ich schon zerplatzt. Sag mal, könnte man denn morgen einen kleinen Quickie machen im Büro, wenn wir ein bisschen früher hinkommen? Ja? Oder vielleicht halt im Auto, bevor du mich zur U-Bahn führst. Ja, willst du mich bei dir nicht? Fährst du einen und tankst um einen 50er. Na ja, jetzt. Das ist Spurarme. Morgen Mutter. 3 Stunden warte, dass wer daher kommt und dann kommst du Putenzwerg. Aus der 3 Stampel Benzin rein und reißt der Lippen wie der King Kong. Hey, scheiß den da. Für kaufe ich da ein Brot, ein flüssiges. Ah, schon was. Geht's das aus jetzt mit einem 100er? Der Sprit und der 2 Bier? Spinnst? Das macht 168 mit dem Heftel, ja? Weiß nicht, gut, das Heftel nehme ich nicht. Na, und wie ist das nimmst du jetzt? Du warst schon drinnen mit deinen Wichsgriffen. Ja, der kann da rein angreifen, was ich will, schau her. Bitte, das ist doch kein Unternehmer, wo sie will, es geht doch gar nicht. Na, hörst du Wort! Runtergefallen, was? Nee. Sag. Entschuldigung, kann ich bitte mir Öl kontrollieren? Ich wünsche es nicht, nein, das ist ein Kollege. Ja, machen wir. Und Wasser schauen wir auch noch. Machen wir. Du Schlechte! Ja, das zahlt einfach schon noch vorher, oder? Und auf den 50er Sprit. Und der 50er Bier. Wendbertl. Naja, wir haben Geschick. Ja, der Garten ist schon ein bisschen ein Wildnis, nicht? Und das Häusl, muss ich sagen, ist auch nicht gerade im allerbesten Zustand. Aber jemand wie Sie kriegt das schon hin, nicht? Ein paar Handgriffe dort, ein paar Handgriffe da. Schauen Sie, in ein paar Wochen, Herr Schimmig, ist das ein Paradies für die Familie. Naja, gut, aber bis das alles drin in Ordnung ist und schön ausschaut, sind ja die Kinder schon wieder alte Leute. Na, vielleicht hilft mir der Gusti ein bisschen. Na, der Gusti wird Ihnen schon helfen. Sie haben doch da noch diesen quasi Schwiegervater, den Herrn Trautmann, nicht? Na, der hilft Ihnen sicher auch. Ich sag Ihnen was, in ein paar Wochen machen Sie ein Refugium aus diesem Garten, in dem Sie sich vom Arbeitsstress erholen können. Herr Schimek, und stellen Sie sich vor, wenn Sie nach Hause kommen und wenn da in der Wiesn Ihre Frau mit den Kindern sitzt und spült, dieses Glück. Hm? Ja, naja. Schöner Baum da. Schön wäre das schon. Ich meine, das habe ich mir immer gewünscht. Na, und das mit dem Trautmann, ja, das muss man da ein bisschen herrichten. Der Trautmann ist ja ein gelernter Zimmermann. Ich habe ja vor der Polizei ja ein bisschen Installateur gemacht und so. Das könnte man schon hinkriegen, das da. Aber das Problem ist halt mit dem Geld. Ich meine, 2 Millionen Schilling, das ist Wahnsinn. 2 Millionen ist doch heute überhaupt nichts mehr. Sie kennen doch die Beziehungen, die ich habe, nicht? Und die Beziehungen, die meine Partei hat. Und wenn Sie an eine Bürgschaft denken, keine Sorge, das machen wir schon. Wenn wir sagen, dass Sie kreditwürdig sind als Staatsbeamter, kriegen Sie bei jeder Bank sofort automatisch jeden Kredit. Und das alles auf nichts hinauf? Auf nichts. Herr Schimmig, meine Partei ist doch kein Nix. Wenn wir sagen, Sie kriegen den Kredit, haben Sie ihn in 2 Wochen, wie eine Eins. Naja, ich meine, so ein eigenes Haus mit eigenem Garten und eigenem... Also, das war ja schon immer mein Traum. Aber wegen dem Kredit nochmal, muss ich da jetzt in Ihrer Partei eintreten, oder? Herr Schimmig, was halten Sie eigentlich von meiner Partei? Wir Freiheitlichen machen das für das einheimische Volk. Was? Ehrlich? Jawohl. Ich meine, ich kann natürlich nicht verbieten, dass Sie bei der nächsten Wahl uns Ihr Vertrauen schenken und nicht dem anderen Gesocks da, ne?
Naja. Und bis wann müssen Sie das wissen? Es gibt schon noch andere Interessenten. Was, echt? Ja, aber Sie können sich ruhig Zeit lassen. Ich rufe Sie heute Abend an. Was? Nein, das ist nicht gut. Wegen meiner Frau wissen Sie, die darf ja nichts wissen. Das soll ja eine Überraschung sein. Ich verstehe. Gut, also ich rufe Sie dann an, ja? Aber lassen Sie Ihnen nicht zu viel Zeit, gell? Da werden schon die Frauen. Übrigens lässt dir der Bundeskanzler durch mich sagen, dass er von den Bundesräten mehr Disziplin verlangt. Das im Hinblick darauf, dass du dich Journalisten gegenüber zweifelnd über den Euro geäußert hast und bei der gestrigen wichtigen Abstimmung ostentativ das Plenum verlassen hast und wir wegen deiner fehlenden Stimme baden gegangen sind. Bitte, da haben mich diese Scheißzeitungen einfach falsch zitiert. Ich wollt nur sagen, nein, die haben mir das Wort im Mund umgedreht, haben sie mir die. Aha, so. Ja, und das andere, was kann denn ich dafür, dass ich was Falsches gegessen habe? Und dass ich einen Durchmarsch gehabt habe und wie die dann zur Abstimmung gekommen sind, bin ich schon das vierte Mal am Häusl gesessen und hab gedruckt und das hab so Schmerzen ein Stechen gehabt, ich bin ein Wahnsinniger. Dann mach's halt das nächste Mal vor einer Abstimmung wie ein Torero und die Geschichte hat sich gehoben. Wie jetzt? Wie ein Torero? Was macht denn der? Er isst nichts vor dem Kampf, damit er leere Därme hat, wenn er in der Stier aufspießt. Nebenbei, ich habe gehört, dass die Kaisermühlner Freiheitlichen wegen einem neuen Kirchturm für Kaisermühlen auf die Barrikaden steigen wollen. Was weißt du davon? Ich war gar nichts. Das wird der Wieslochil sein. Genau, der Schaltl sagt ja auch nichts. Wieso ein Kirchturm? Du weißt also nicht einmal, was in deinem Wohnbezirk vorgeht. Lässt dir reaktionslos von Schaßzeitungen das Wort verdrehen und sitzt am Häusl, wenn wir um unsere Glaubwürdigkeit ringen. Dass wir dich zum Bundesrat machen sollen, hat der Parteivorstand bestimmt aus dem Kaffeesud gelesen. Wie lang, sagst du, bist du bei uns in der Partei? Ich, ja. Die roten Falken mitgerechnet. 40 Jahre. 40 Jahre haben wir einen Parasiten mitgeschleppt. Fein sowas. 40 Jahre. War der Herr Parteisekretär schlecht gelaunt? Schlecht gelaunt? Schlecht gelaunt ist überhaupt kein Ausdruck. Der hat von mir verlangt, dass ich praktisch nichts mehr esse, wie ein Torero. Da würden sie doch vom Fleisch fallen. So ein Mann. Ein Bundesrat, so dünn. Der wird doch gar nichts repräsentieren. Also meine Rede. Außerdem, welcher Stier soll mich aufspießen? Ich, ja. Wo wollen Sie denn hin? Ich habe einen Hunger wie ein Stier. Und da gehe ich jetzt in die Kantine und kaufe mir ein Schnitzelsemmerl. Und Sie sind bitte so lieb und rufen mir in der Dinger im 22. und fragen nach, was ist wegen der Kirchen, also respektive wegen dem Kirchturm. Bitte, ja? Ja, Herr Bundesrat. Danke. Du bist der Ocean in Kandar. René! Jetzt kannst du mir nicht ein bisschen helfen. Gelena, ja, die komponier gerade den neuen Sommerhit. Jetzt hast du eh nass an. Servus. Hallo, Servus. Neues ist ein Pini gar nicht. Nein, Tutti, lass dich entschuldigen. Die hat irgendwas Wichtiges zu tun. Was weiß ich nicht, aber vielleicht ist sie besser, als nicht weiß. Wo hast du angespritzt? Ja, bitte gern. Also, was ist der Grund für die Einladung? Naja, ein paar werden sich freuen und ein paar nicht. Was? Wieso? Ich habe eine Stelle gekriegt im Kurhaus in Leupersdorf als Masseurin. Weißt du, so mit einer kleinen Dienstwohnung und ab Herbst kann die Birgit da in die Schule gehen dort.
Das ist auch besser für sie. Und für mich auch. Schau, in Kaisermühlen bin und bleibe doch die, die sie von Männern auszieht. Das passt mir nicht mehr. Ich möchte einmal nichts anderes sein als die Irene Wessely. Und die, die sie gefallen, sind die Kaiser und die anderen Gefreister. Ja, aber es ist ja nicht nur deswegen. Schau, das Wichtigste ist, dass die Birgit mir jetzt viel regelmäßiger hat. Außerdem verdiene ich dort viel mehr. Danke. Schweinsbraten kann ich dir heute empfehlen. Ach so, ja. Nein, aber es ist trotzdem schade. Also dann, Prost auf deine Zukunft. Mann, servus. Ah, hallo, grüß dich. Die Sabine ist noch nicht da? Nein, warum? Ich hab meinen Wohnungsschlüssel vergessen, jetzt komme ich nicht mehr rein. Die Sabine hat doch gesagt, sie trifft euch da. Achso, ja, wie du siehst, wahrscheinlich kommt es ein bisschen später. So, ja. Vorsicht, Schnitz! Moment! Magst du die vielleicht zurücksetzen? Naja, ich kann nicht die Kotzi-Befragung, die hat einen Schlüssel, ne? Muss ich es halt rausläuten, nicht? Gut. Also, grüß euch. Servus. Tschüss. Ein armer Kerl. Ich glaube nämlich, dass ihn die Sabine an der Nase herumführt. Wegen einem Surflehrer. Ach so? Geschichte haben aber eigentlich recht. Aber wurscht, lass mir die alten Geschichten. Ich sag nur einmal Prost und vielleicht kommst du mir mal besuchen in Leupersdorf. Auf einen Morschlammbad. Prost. Und Mahlzeit. Ich schaue nämlich jetzt in die Karten, weil ich bin Hunger. Passt doch? Schief. Wo? Es ist noch schiefer erst. Hast du keine Augen im Kopf? Rechts weiter rauf. Was wird denn das, wenn es fertig ist? Mein Firmenschild. Ich hab jetzt mein eigenes Büro. Jetzt ist ganz schief, ne? Aber bitte, los, also. Vielleicht glauben die Leute, das gehört auch so. Also ich nehme auf, der leben wie ein junger Hund im Simperl. Wieso? Weil er mich hat? Nein, weil ich den ganzen Tag spazieren gegangen. Machen Sie was anderes? Ja, jetzt nicht, aber früher habe ich ja 46 Jahre gehackelt, ne? Selber schuld. Gut, er mag immer noch hackeln. Schreiben Buch. Ist doch keine Arbeit, das ist doch eher Zeitvertreib, ne? Mein Reini hackelt wie ein Hund. Ja, weil jetzt hat er seinen ersten Auftrag selbstständig nicht. Ist aber geheim, nicht? Weil ein Privatdetektiv hat eine Schweigepflicht wie ein Arzt und ein Pfarrer. Da kommt der zweite Privatdetektiv, aber der hat keine Schweigepflicht. Spion! Ja, was schauen Sie mich denn so an? Wir haben sicher bei uns geredet. Gut, dann sagen Sie, Frau Kaiser, auch Detektiv. Aber ohne Schweigepflicht, immer alles im Bezirk erzählen. Detektiv Jagdfalke. Jagdfalke, das sind Sie? Bingo, Frau Kaiser, ich bin der Falke in Person. Jagdfalke, schaut aus wie ein zerrupftes Händel. Ah, wir haben sicher bei uns geredet, was Sie... Aber das geht bei einem Ohr hinein und beim anderen raus. Ist eh klar, weil dazwischen ist nix. Lass mich sofort los, ich bin doch entlassen. Dass Sie mich verlassen wollen, das bricht mir das Herz. Och, du hast Theater, Semmel. Kommt noch Winter. Ist alles nur eine Frage von ein paar Tagen. Vielleicht nur von ein paar Stunden, bis mir was einfällt. Wir sind überbelegt und muss keine Kinder. Ich bin aber kein leichter Fall! Geschleifte! Raffinierer! Warum sind Dr. Semmel nicht rebellisch? Durchhalten, Semmel! Durchhalten! Ich komme wieder! So, Meister! Meister! Servus, Kaiser. Auf dem Schiffer Nagel sind ja mehr Leute als wie im Stadion beim Ländermatch. Also, die werden doch nicht alle auf demselben Campingplatz fahren, ne? Da bin ich mir nicht so sicher. Bei Trudeln gibt es mehr wie Leute. Aber im Vergleich dazu ist uns ja wohl die Donau ein menschenleeres Paradies. Musik
Schau da, da ist der Eingang zum Campingplatz. Mia Vogler-Koldaschot. Grüß euch! Hallo! Hallo, ihr seid ja schon da! Ganz schön! Ja, aber bitte. Servus! Grüß Gott! Na, ist der nicht herrlich? Was? Ich habe meinen Film gesehen, da draußen alle Herrlichkeit auf Erden, aber da war es immer spurschöner. Wollt ihr nicht setzen? Ihr seid sicherlich müde von der langen Fahrt. Ja, kommt, das ist er. Das ist er. Wollt ihr vielleicht einen Kaffee oder was Kaltes zum Trinken? Ja, was Kaltes. Und die Fiers hochlagern. Was? Geh, Mama, willst du den Bus haben und dir den Bus anschauen? Ha? Oh mein Gott, wenn es sein muss. Schau. Ja. Also, zur Lage. Da hinten sind die Toiletten, aber wir haben einen chemischen Bus. Dort sind die Duschen für den Fall der Fälle und da schräg links, da ist ein Kiosk, da kann man die wichtigsten Sachen kaufen. Ich meine, für die größeren Sachen fahren wir sowieso rein nach Siovk. Und wo ist der See? Ja, der ist da hinten, da zwischen den Wohnwegen. Ah ja? Aber der schwappt doch rüber, wenn die ganzen Leute ins Wasser gehen, oder? Nein, ich meine, er ist ein bisschen schlammig, aber ein Gebirgsee darf man für Ungarn auch nicht erwarten. Servus! Hallo! Besuch! Ja, das sind die Verwandten von der Ines. Er ist auch Polizeibeamter. Na ja, macht ja nichts. Trotzdem, willkommen hier am Campingplatz, gell? Ich bin der Otl, Postbischin, gell? Trautmann. Und? Vornamen habe ich. Ah, ist ja unglücklich, Mann. Ich bin der Rudi Pefken aus Gelsenkirchen. Freut mich, servus. Ach, Herr Klaas Brauer, willkommen auf dem Camping. Hast du mir verstanden, das ist ein Holländer, weißt du, das ist ein bisschen Arbeit. Lauter Männer. Mann, aber auch klar, Mann, aber die sind am Kochen. Irgendwann willst du ja schließlich auch mal futtern, ne? Was der Holländer kann sich nicht sparen, glaube ich nicht. Schau, wir sind nicht so schön, aber bei uns ist es Leiland. Oh, nein, danke, danke. Lautmann, bist du nicht auch reinkommen, um dir den Bus anzuschauen? Oh ja, gern. Wiederschauen, die Herren, wir sehen uns. Tschüss, ja. Da war's Kaltes. Danke. Übrigens, magst du Koteletts? Ja, bitte. Du, Hupsi, hilfst mir bitte mit dem Grill. Ja, klar. Na, was sagst du? Hm? Schön haben sie es da, fast wie in einer Wohnung. Ja. Und kein Fernseher haben sie da. Ja, sehr schön, ja. Wie seid ihr denn in der Dosen? Ach, grüß dich, der Kneißer. Ach, dass wir zwei uns da treffen können am Polizeisteck, das tut meinem Herzen gut. Ja, meinem auch, Schultl. Ich brauch Menschen, weil im Bundesrat, das sind mit Respekt gesagt nur Arschlöcher. Na, glaubst du, dass das bei uns in der Filmkommission anders ist? Sie als Bundesrat können wenigstens noch tiefgreifende Entscheidungen fällen, aber bei uns? Jeder Film, wo nur irgendein nackter Busen vorkommt, wird sofort mit dem Stempel Jugendgefährdung abgeurteilt und dann... Na, was dann? Da kümmert sich keine Sau mehr drum. Aha, so wie beim Kirchturm, was? Was weiß mein Parteisekretär über den Kirchturm, was ich nicht weiß? Ja, was hätten Sie denn wissen sollen? Jetzt wecken Sie mir nicht aus, Schüttel. Weil das auch austauscht wird, wenn es nach dem Wieslotschil geht. Na, wie denn austauscht? Davon weiß ja nicht einmal ich was. Der Wieslotschil will aus den Bezirkskatastrophen, von dem, was wir immer verwendet haben, weil er Hochwasser war, einen neuen Kirchturm bauen lassen. Ja, war das nicht ursprünglich unsere Idee, Gneißer? Ja, das schon, aber es ist schon lang her und außerdem kommt es halt jetzt vom Wieslotschil. Moment, das ist ein Kirchturmbau ohne uns, kommt überhaupt nicht in Frage. wo denkt der hin? Ich bin immer noch der zweitwichtigste und zweithöchste Bezirksrat in Kaisermühlen. Ich hätte eine Idee für den Fall. Nicht, haben Sie eine Idee, Schultl, ich biete Ihnen Knie völlig. Was war denn das für eine Idee gewesen? Wie schlägt man seinen Gegner? Ja, mit einer Faust ins Gesicht. Ah, nicht, Kneiser, politisch. Was macht eine Partei gegen die andere, um Zeit zu gewinnen und das Projekt zu verhindern? Ja, was? Ein Vorschlag. So. Und zwar ein anderer als der Wieslotschil, nicht? Und dann wird drüber geredet, wird gestritten. Und was kommt dabei heraus? Nix. Kapiert, Kneißer? Nix kommt raus, auch kein Kirchturm. Ja, Herr See, das haben wir aber alle. Das ist ja genial, ist das. Ich weiß. Ja, hallo, alles klar? Ja, mach Freude mit Blumen. Na, ganz alleine? Ha? Ja.
Ja, dann bleibst doch alleine. Selber schön. Oh. Na, hallo. Ja, ja, hallo. Na, super Tag heute, was? Super. Ich hab mir aber trotzdem zugemacht, weil sonst hat sich die Kolbrosse-Sitze an, weißt du? Nee. Naja, tolles Auto. Ja, ja, na, auch noch Blech gibt's, nicht so Plastik. Zweckgerät, sonst gar nichts, ne? Nee. Naja, jetzt wo wir uns schon so gut kennen, was machen wir mit dem angebrochenen Nachmittag, hä? Ich weiß nicht. Naja, Hunger? Appetit? Ja. Auf was? Griechisch. Griechisch? Na ja. Geht dann kein Italiener, mit dem hättest du aber sicher sehr viel Freude, ne? Na dann. Gehen wir, ne? Bitte, Bärbo. Wer bist du überhaupt, ne? Ich bin die Nina und wer bist du? Ich bin aber ein anderer. Was hat schon der alte Goethe gesagt? Aber auch hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Und wofür ist der Mensch prädestiniert? Na, natürlich fürs Saufen, ne? Mahlzeit der Herrschaften. Genau. Für das einfache Leben. Alles mit eigenen Händen machen, Natur genießen, am Abend eine warme Mahlzeit und dann tief und fest schlafen, bis einem am Morgen die Vögel wecken. Was ich befürchte, dass das mit dem Einschlafen, das wird halt noch ein bisschen dauern, was? Dir gefällt das auch, jetzt auf einmal? Ja, schon. Was dem Hübsi gefällt, gefällt mir auch. Und so. Ist auch wirklich schön da. Kommt die nächste Partie. Okay. Lasst es euch schmecken und trinkt kräftig Wein. So einen Naturtropfen wie den findet ihr nur in Ungarn. Und die Luft. Die Luft. Reinstes Ozon. Boosterluft. Also mir kommt das eher vor wie ein Zimmerbrand. Ja, ja, die Luft ist einmalig. Eine Gottesgabe. Das ist halt einmal was anderes. So eine direkte Natur ist man gar nicht mehr gewöhnt. Ja, da bleibt man sich schon ganz was anderes als die alte Donau. Und der Hubs ist auch ganz anders als in Wien. Das macht die Natur, Schatz. Danke. Mein Gott, wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich nicht Polizeijurist geworden, sondern Fischer oder Hirte. Siehst du, wie glücklich er ist? Ja, schon. Aber du auch? Na sicher, Mama. Na gut war's. Ah, oh, es geht. Hat's geschmeckt? Super war's, danke. Ja. Nein, mehr gibt's an der Donauinsel nicht, kann sein. Normal, wenn ich essen gehe, gehe ich mir in das Don Kohl. Kennst du es? Ich meine, ist auch nicht die Welt, aber ist nicht so schlecht. Na gut, wenn wir gleich zahlen, ne? Ja. Zahlen. Ja, super. Ja. So da. So, und jetzt hab ich. Ach Gott, jetzt hab ich das Geld auch schon los im Auto um. Erst, der hat die ganze Kredit gehalten, weil der holst nicht. Nein, bitte, bitte. Nein. Ich zahl's dabei und. Okay. Ich geb dir einen zinsenlosen Kredit und du zahlst es meinem Auto zurück. Passt. Ja. Wenn du dich schon ganz schön zurückziehst im Auto. Trottel. Was? Nein, nein, der Typ da hinten. Was für ein Typ? Ja, bitte, der zwinkert und blinzelt mir die ganze Zeit zu, ich weiß nicht. Da will ich mich abraten. Der muss deppert sein, bitte. Warte einmal. Sag eine Frage. Wieso brutst du meine Hosen noch, hä? Ihr lasst fragen. Ihr lasst fragen, Herrst, du Flohbig. Was ist mit dir? Da an, was du meinst, ja? Ich das lese, was du dir lang gesehen hast. Bitte, was bist du aggressiv? Bitte, was hab ich da gemacht? Halt ein bisschen runter. Von was für einem Hasen redest du eigentlich? Sie ist gar nicht zu Hause, hä? Das schau mal, hä? Na, was ist da? Hey, was wird da gespielt? Hey, nein, pass auf! Grüß Gott, Doktor. Sie ist? Mein Ansatz schmeckt irgendwie bei mir nicht. Zuerst brennst du, nachher rennst du ihm nach. Ja? Was? Ja, du, schau, du bist so groß und ich bin so klein und ich hab die neue Hosen da. Ich mein, nein! Geht auf, was ist jetzt? Der passt nicht. Bitte zahl. Der passt nicht. Was ist denn der
Schlüssel. Ja, dann nehmen wir den anderen, bitte. Was machen wir da? Ein bisschen Auto aufbrechen, ha? So, ich rufe jetzt die Kollegen von der Polizei. Halt dich mit dem Höpfer, du! Nein! Ja, mach einen Abgang! Hey! Dick-Dack! Da! Hier ist Alter! Juchi, servus! Aus jetzt! Was ist, wie geht's? Ja, geht eh. Und dir? Ja, ein Muske. Aus, lass mal den Hals, wie hier ist! Was machst du da eigentlich? Ja, ich bin von den Geschäftsleitern angestellt, weil immer wieder Autos gestohlen werden. Warte ein bisschen. Ich krieg keinen Ruf! Du kriegst keinen Ruf, das ist der Stiefel, Alter. Hier, da was, ha? Großbeschill, ja. Standort Leuchtturm. Was? Na, Donauinsel, Wabler, jetzt. Jetzt gibt einen Autoeinbrecher fähig. Ja, okay. Vier Tage. Du, Joschi, Alter, du hast mich rausgerissen. Hörst du, ich mache das gehen, wenn es ein Hetz gibt, gell? Polizei kommt gleich. Ja. Achso, na gut, dann. Hab ich noch was zu tun. Ja, du kannst es eh allein machen. Gib ihm die Hand schon und es passt. Ja, was ist, wenn er sich wehrt? Sag, was ist mit dir? Tust du dir weh? Hä? Nein, ich will sich nicht mehr wehren. Ein Spaß, was? Nächste Schlägerei, 17 Uhr. Jetzt, wenn die Kiefer reinkommt, sag ich, dass ich allein bin. Das glauben sie mir nie. Alles in Ordnung. Deutschland! Deutschland! Holland, Holland! Der Ball von unserer Kräuf! Was ist der Bein da drin? Aber hör auf, da war eine ganz klare Latte. Du kannst mir doch keinen vom Pferd essen. Eine ganz klare Latte. In der Verlängerung habt ihr verloren. Eine klare Latte war das. Ach man, unser Trainer, das war ein Österreicher. Der Happel. Ah, ja, das muss es gewesen sein. Holland ist der Beste, Holland Nummer 1. Holland, Hartmann, kannst du einschlafen? Was bei dem Bierwe? Was heißt, da sind ja noch mehr Gößen heraus. Bin schon ganz zerstochen. Weißt du, die sitzen da gingen auf die Gößen nicht? Sicher nicht. Entschuldige. Da kriegen sie Alkoholvergiftung. Also, ich hol das nicht mehr aus, du. So, das holt man aus, wenn man will. Indianer kennt keinen Schmerz. Ich halt die nicht aus. Der schlechte Bisschen Viecheln in die Kiste. Weißt du, was ich jetzt mache? Jetzt geht's zum See, aber jetzt zieh mir Pudel nackert aus und zieh mir bis zu den Nasenbrecher ins Wasser und warte, bis in der Früh wird. Warte, ich geh mit dir mit. Naja, sie staubt nicht ganz so gewissenhaft ab wie ich, aber ja, es geht halbwegs. Wie oft kommt sie denn? Peppi, wie oft sie kommt, frage ich. Bitte, also wer soll wann wie oft kommen? Na, die Bedienerin, der Putzfleck. Und wie ist sie denn überhaupt? Ah, die Suntil, die kommt, glaube ich, zweimal die Woche. Wie sie ist? Ja, wie sie ist, frage ich dich. Naja, wie eine Bedienerin halt, ne? Also eine Frau, über 40 sowas. Wie sie sonst ist, das weiß ich nicht. Ich rede nichts mit der. Und dein Vater, wie steht der zu ihr, deiner Meinung nach? Das ist keine Ahnung, das musst du selber fragen. Das ist mein Grund auch sowas von Blunzen. Sag einmal, was ist dir eigentlich nicht Blunzen? Schau mich an, wenn ich mit dir red. Was lässt denn da? Ist das wichtiger als deine Großmutter? Ja. Na, das sind die Unterlagen von der Universität. Was für Universität? Jelzin-Universität. Jelzin? Aha. Ist das nicht der Russ? Hat der jetzt eine eigene Universität? Und was hast denn du damit zu tun als Österreicher? Ich mach dort meinen Doktor. Na, du bist doch schon lange weg aus Moskau. Und was für einen Doktor machst du denn? Philosophie? Ein Fernstudium. Ich brauche das für den Bund Sozialistischer Akademiker, weil ich bin ja dort Pressechef. Ne? Und da macht sich Dr. Scheutl als Unterschrift schon besser als nur Scheutl. Brav, Peppi.
Brav, dass da endlich der Knopf aufgegangen ist. Dr. Scheutl. Wie dein seliger Großpapa. Nur dein Vater, der war zu keinem Studium zu bewegen. Naja, der wäre eh zu blöd gewesen. Aber sag einmal, warum studierst du eigentlich nicht gleich in Wien? Das wäre doch einfacher. Ja, kaum, in Wien müsste ich dauernd bei Vorlesungen hocken oder sowas. Das ist zu zeitintensiv. Oma, das ist ein Fernstudium. Nach Moskau schicke ich ein paar Arbeiten und das ist schwer. Aber ich kann mir die Zeit besser einteilen. Was es heute alles gibt, kaum zu glauben. Naja, andere Zeiten, andere Sitten. Arbeitet nicht schlecht, eure Bedienerin. Wie heißt sie? Sunil? Sundil, Oma, Sundil, Johanna. Die kommt gleich eh morgen vorbei. Kannst du auch vorbeischauen, kannst du selber ein Bild von ihr machen. Ich? Na, hörst, schau ich so aus, als ob ich mich in alles einmischen tät? Wenn ich da noch zwei Tage bleiben muss, wäre ich zum Amokläufer. Schau, glaubst du, mir gefällt es da? 100.000 angesoffene oder depperte Arschlöcher. Und 250 Millionen Gössen. Na, geht vor mir zu Hause, ha? Na und, was sagen wir dem Hubsi und der Ines? Das weiß ich nicht. Weißt du, was ich eine Idee? Na, du könntest ja zum Kiosk um mich gehen und mir mein Handy anrufen. Na und? Naja, ich lass mir was einfallen, irgendeine Ausrede. Und dann reißen wir ab. So, super. Ja, ja, nein, so ist nicht mehr die Honig. Nein, komm. Da wird dann zeigen, wie die Österreicher spielen. So, schau. Ja, ach, das war wieder ein Erlebnis. Also gegen den Plattensee kannst du unsere alte Donner verstecken. Das war ein Hochgenuss. Hauptsache gefällt's. So, jetzt gehen wir in die Wurzeln. Ist das mein Handy? Ja, meins ist nicht. Wo ist das? Ah, da. Ja, hallo, Trautmann. Oh, grüße, Herr Oberst. Wie? Na, das ist aber blöd, Herr Oberst. Ich hab doch nur zwei Tage Urlaub. Na, okay. Ja, ja, gut. Also heute. Heute, ja. Ist in Ordnung, Herr Oberst? Ja, nein, ich bin zuverlässig heute Abend im Sicherheitsbüro. Grüße. Mist. Irgendwo hat man sehr Ruhe. Das wäre der Oberst Deitinger. Der feine Gast haben es zwei Leute umgebracht und ich muss gleich wieder zurück nach Wien. Und zwar auf der Stelle, Scheiße. Das tut mir jetzt aber leid. Aber ich verstehe das schon, Dienst ist Dienst. Und ich wollte uns heute Fisch grillen. Kinder, ich sag's euch, der See ist ein Gedicht. Also ich kann Tag und Nacht drin baden. Es hat sich aber leider ausgebadet. Ja, wieso? Der Oberst Tenting hat mich gerade angerufen. Doppelmord in Margareten. Ich muss leider auf der Stelle nach Wien und du logischerweise auch. Okay, das tut mir aber leid. Können wir nicht noch einen Tag da bleiben? Leider nein. Also zieht er was an, packt jetzt an mit einer Viertelstunde Abreise. Ja, jetzt tu mir nicht hetzen. Sag euch, die Scheißpolizei, die da klingt im tiefsten Ausland. Was mache ich jetzt mit dem depperten Fisch? Ja, das ist gar nicht. Das kann ich später lesen. Jawohl. So, August Schemek Senior. So, das steht jetzt drunter. Und ich bin Haus- und Grundbesitzer. Gratuliere Ihnen. Wahnsinn. Bitteschön. Na, da werden schon die Mama und die Oma und... Der Trautmann erst und der Gusti. Und der Gusti kann dann zur Mama sagen, schau, was der Papa für dich schafft, dass du im Grünen in Ruhe leben kannst. Super. Freuen Sie noch? Was? Naja, ich mache logisch, freue ich mich. Und ich meine, den Kredit, den zahle ich auch mit der Linken. Entschuldigen Sie, ein Kredit, das ist ja nur eine vorübergehende Schuld, ne? Achso, ja, das vorübergeht mehr oder weniger. Nein, das hinten, übrigens, habe ich hinten aber noch gar nicht gezeigt. Schauen Sie, Sie sind ja ein pragmatisierter so. Polizeibeamter. Da kann überhaupt nichts passieren. Puh. Eine Hitze ist es heute wieder. Am liebsten dir den Nockert bügeln. Es hindert dich ja keiner dran. Du nicht, du Sexwichtel. Aber was machen wir, wenn der Peppi zu Hause kommt? Na, der kommt halt lang nicht. Wir haben eine Marathonsitzung im BSA. Was wäre, wenn wir alle zwei uns jetzt Nockert ausziehen würden und... Nichts, auch nichts und du Peppi. Wenn wir jetzt eine Bastelstunde machen, wer bügelt dann diesen Berg von Hemden? Du, aber halt ein bisschen später, ne? Wie war in Köln es doch vor dem mit Heinzelmännchen so bequem, kennst du das? Kennen, Heinzelmännchen, kann ich da alles kennen. Aber was du jetzt willst, das kenne ich. Also was ist mit deinem Heinzelmännchen? Ja...
Ich will mich gerne im Hinterzimmer schlafen, das macht er nicht. Das steht ja sowieso leer. Aber für dich voll, Schäbester. So voll wie die da. Warum gehst du nicht zum Sport bloß zurück, wo du gewesen bist? Ha? Für Arbeit, so wie sportliche Aktivitäten, ich verdanke das überhaupt nicht mehr. Ne? Und ich mache überhaupt diese Kampfsportarten überhaupt nicht mehr. Ah, und deswegen bist du jetzt Kampftrinker geworden, was? Also was ist jetzt? Ne? Das seid ein bisschen freundlich und ein bisschen nett. Ne? Das handelt sich doch nur um ein paar Tage, dass ich im Hinterzimmer schlafen will. Bis ich die Notstandshilfe kriege, dann kann ich nicht meine Zinsschulden zahlen. Oder kurz mal ein bisschen ein Geld, dann kann ich auch die Schulden zahlen und kann zu mir in die Wohnung ziehen und brauche nicht zu dir kommen. Ne? Von mir kriegst du nicht einmal einen Schilling. Ja, da ist mir lieber, du schaffst ein paar Tage im Hinterzimmer. Aber nur ein paar Tage, nicht eine Minute länger. Danke, danke. Sehr gütig, sehr nett. Vielleicht habe ich überhaupt nicht mehr das Geld im Schädel, sonst überhaupt nichts mehr. Es ist die Zeit, dass diese Scheißwelt untergeht. Schau, Schäbester, da musst du halt ein bisschen mehr saufen, dann bist du schneller hin. Und dann hast du überhaupt keine Probleme mehr. Du hast zwar als Bundesrat im Bezirk nichts mehr verloren. Trotzdem habe ich dich wie alle anderen auch eingeladen, damit du weißt, von woher der Wind weht. Ich bin nicht wie andere Politiker, die was vergessen in ihrer Basis. Auch als Bundesrat habe ich... Ja, das wissen wir ja alle. Du brauchst deine Reden noch nicht von uns ausbreiten. Außerdem, eure Idee wurde ja aufgegriffen. Also, den Katastrophenfonds verwalte ich in Eigenverantwortung gegenüber dem Bürgermeister. Mit dem Geld wird kein neuer Kirchturm gebaut. Erstens, weil der einige, die Betrag höchstens für den ersten Meter Ziegel reichen würde. Und zweitens wären die politischen Widerstände unüberwindlich. Fragt daher, ist jeder mit dem Vorschlag der Kollegen Kneißer und Schüttel für den Schüttauplatz einverstanden? Also? Einstimmig angenommen. Denen haben wir es gesagt, du. Ja, das kommt dabei raus, wenn Politiker sich um einen Kirchturm streiten. Aber auf den kann man wenigstens sitzen, was am Kirchturm eher nicht geht. In allen politischen Couleurs. Ich glaube, das war ein einstimmiger Beschluss. Für jede Partei ist ein bisschen was da. Ja. Und so ist es im Großen. Denen da oben tut es nicht weh. Und für die da unten schaut es aus, als ob etwas getan wird. Wenn es ja nur so ein Scheiß ist. Da haben sie auch wieder recht. Also, Pirtina. Wiederschauen. Komm, Bezirksrat. Kannst auf jede Bank hinpinkeln. Fang gleich mit der blauen auf. Komm.